Hallo, da bin ich wieder, zurück mit City Skylines und After Dark. Wir sind hier gerade in dem neuen Gebiet Rosenfeld und ich höre mich immer noch etwas verschnupft an. Nur mal so nebenbei. Ich wollte hier gerade mal ein bisschen den neuen Park anlegen, beziehungsweise hier ganz viele Blumen, so einen richtigen botanischen Garten. Für die Anwohner als Erholungsgebiet, vielleicht auch für die Leute hier aus Wellenstedt oder von der Reeperbahn, dass die hier mal vorbeikommen und sich das mal anschauen können und sich erholen. Und dann schauen wir mal, vielleicht finden wir hier irgendwas. Ich hatte doch so ein paar Sachen, die ich hier noch mit anbauen wollte. Ich weiß nicht mehr was. Was war denn das? Innenhof? Nee, sowas nicht, ne? Nee. Sowas ist cool. Eine Fountain. Nein, nein. Ploppable. Ach, das kann man ja überall hinbauen. Ach, das ist ja cool. Das mache ich später, glaube ich. Da habe ich hier überall dann nochmal Platz dazu. Ach so, ein Fischer. Das passt ja super. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ein Teich zum Fischen. Ich glaube, den machen wir hier mal mit dran. Ja, das finde ich super. Basketball, ich weiß nicht, nee, nicht so unbedingt so sportlich würde ich das nicht machen. Gartencenter könnte man auch nochmal, aber das haben wir in Wellen steht ja auch schon. Ich weiß eh nicht, ob das unbedingt sein muss. Coffee. Nee. Eisskatepark. Passt eigentlich auch. Ich kenne das auch. Auch so ein Skatepark auch wie heißt das? Im Park. Eisskatepark im Park. Ja. Könnte man machen, finde ich. Könnte man machen. Vielleicht irgendwo an den Rand hier. An die Straße. Vielleicht eher sogar hier. Ja, machen wir mal. Aber es muss natürlich auch noch sehr viel anderes Zeug da rein, ne? Also sehr viele Blumen und sowas. Auf jeden Fall. Nein, Schwimmbad, nein. Was ist das noch? Cinemax, Cinema. Cinemaxum. Cinema sowieso nicht. Basketballplatz. Könnte man machen, aber. Ich weiß nicht. Ich finde, ein japanischer Garten, der passt da rein, weil das ist dann so ein Extra. Also, da sagen die dann so: Ah, ja, hier kann man auch noch einen japanischen Garten. Und beim botanischen Garten ist so abgetrennt. Da kann man nochmal extra sich den angucken. Den setzen wir nochmal hierher. Was? Unterbrochene Stromnetze? Was passiert? Warum? Ah, was ist los? Hä? Ach so, hat der keinen Strom? Ich guck gleich mal. Moment. Moment. Luxuriöser Plaza. Vielleicht auf der anderen Seite hier noch irgendwas Schönes. Tennis, nee, kein Tennisclub. Was ist das? Oh Gott. Ach so, nee. Neighborhood Bar. Eine Bar finde ich gar nicht so schlecht. So eine kleine Bar. Ja, kann man machen, finde ich. Nee, das sind diese ganzen. Nee. Wasser, Dingsbums. Dingsbums, alles ist Dingsbums. Ich bin echt am überlegen, ob ich nochmal so einen Basketballplatz hier irgendwo hinbaue. Oder auf der anderen Seite vielleicht auch nochmal einen Park, einen Parkplatz. Ja, da haben wir natürlich jetzt keinen. Das ist natürlich doof jetzt, ne? Kein Strom. Vielleicht machen wir das doch so, dass der Strom hier noch irgendwie weitergeleitet wird. Mal eben gucken. Ach, das hat schon gereicht. Okay. So, was ist jetzt hier mit dem Netz? Ist doch alles gut, oder nicht? Was? Ach so, kein Wasser. Upsala.
Ja, das, das ist, wie konnte das denn mal passieren? Ich war das nicht. Ah, hier brauchen wir auch Wasser, ne? Das machen wir mal sicherheitshalber. Man weiß es nicht, ob man es noch braucht. So. Okay, jetzt haben wir hier überall so ein paar kleine Dinge. Dann müssen wir natürlich hier noch ein paar Wege machen. Und ich würde mal sagen, ich mache mal ausnahmsweise wirklich diese Wege hier. Normalerweise mag ich ja die hier lieber, weil die Fußgänger darüber lieber laufen. Aber das ist ja ein Park. Oder meint ihr, da gehen dann die Leute nicht lang? Das wäre natürlich doof, wenn die Leute dann die Dinger hier nicht benutzen. Benutzen die Fahrradfahrer eigentlich die Wege? Weiß ich nicht, ne? Ah, hier, man sieht sehr schön, wie langsam die fahren. Wäre wahrscheinlich schneller, wenn sie außenrum fahren würden. Ich nehme aber doch nochmal die Wege auch. Weil, mit denen kann man natürlich hier schön die Brücken bauen. Und ich finde Brücken eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ne, toll. Ja, toll. Nein. Was? Warum nicht? Hm? Oh, das ging. Mhm. So, hier gehen wir auf jeden Fall sofort wieder runter. Oh, was hat er da getan? Ja, komm, wir gehen jetzt mal mit einem vielleicht mal hier so entlang. Ich sehe mich schon wieder die ganzen Dinger hier nur so bauen. Ah, hier ist ja auch einer, der so geht. So, mal eben schauen. Oh, jetzt habe ich den Baum weggemacht. Naja, kommt gleich wieder. Neuer. So, den machen wir jetzt auch weg, den Baum. Ach, hat doch auch was, oder? Ist auch nicht schlecht. Machen wir hier vom Parkplatz aus noch was. Ach so, da kommt man ja gar nicht an den Park ran hier. Verbinden wir doch den auch. Oh ne, Moment, den verbinden wir mal mit dem vielleicht. Geht das? Kann man die so mischen? Hey, nicht dahin springen. Hallo. Hier. Hm. Das hat ja gut geklappt. Hallo. Oh nein. Das gibt's doch gar nicht. Was macht der Park? Was macht der Park? Oh, nee. Was soll das denn? Hm. Oh. Oh, nein, das klappt nicht. Der ist doch scheiße gebaut. Was soll das denn? Warum ist der überhaupt so seitlich gebaut? Verstehe das nicht. Oh, daneben nicht. Mann, ey. Das geht auch nicht. Dann eben an der Seite. So. Wir machen das jetzt immer an solchen Gebäuden hier, dass wir das dann hier miteinander verbinden. Es hat alles so schön verschlungen. Das ist quasi wie in Planten und Blumen. Das sind ganz viele Gänge und keiner weiß genau, wo man hin muss und so. Und dann kommt man irgendwo wieder raus. Meine Stimme hört sich so eigenartig an. Ne? So. Bärig. Ja. Hm. Kommt hier auch noch Blumenbeet hin? Ich bin mir gerade etwas unschlüssig. Weil hier unten ist ja eigentlich auch noch was, ne? Moment. Da muss eigentlich auch noch hier... Nein, shit, da muss ja eigentlich auch noch... eine Brücke eigentlich drüber gehen.
Ach komm, wir machen hier nochmal eine Brücke, weil hier ist alles Fußgängerweg. So, in die Richtung und dann hier runter. So. Nein. Ja, nein, ja, nein. Ah. Ja, okay, gut. Das geht. Und hier. Das sieht irgendwie. Nee, der Schwung ist irgendwie nicht so. Ich weiß nicht. So, ja. Sieht das sehr komisch aus? Nö, oder? Nö. Ist okay. Okay, hier soll ja jetzt auch noch ein bisschen... Na, sollen auch noch ein bisschen Wege langlaufen. Ist halt nur die Frage jetzt, ob ich auch noch mal wieder die gleichen Wege nehme, ob ich jetzt wirklich mal die hier nehme. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal die. Es ist ein Park. Hallo, es ist ein Park. Ich muss so eine Wege nehmen. So, nicht so. Nein, jetzt ist es zu kurz. Ah. Oh nein. Oh, bin ich schon angekommen? Nee. Warum wird denn jetzt Nacht? Warum habe ich denn das getan? Warum habe ich denn nicht einfach mal Pause gedrückt? Ich sehe nichts mehr. Ich sehe gar nichts. Geil. Oh, ne. Oh, na toll. Wie sieht das aus? Man weiß es nicht. Schön, vielleicht auch nicht. Vielleicht sieht es auch total dumm aus. Hauptsache. Hauptsache, es ist Nacht. Bin ich schon angekommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, so ist es okay. Und dann geht man halt hier durch ganz viele Blumenberge. Berge. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in Zeitraffer machen soll oder ob ich es jetzt einfach so baue. Ich glaube, ich baue es jetzt so, weil ich nicht gerade voll Lust darauf habe. So lange nicht gezockt. Ich will das jetzt einfach so machen. Dann haben wir vielleicht so ein paar coole... Ich habe so viele schöne Blumen. Boah, ich habe auch so viel cooles Gras. Das ist auch neu. Kann man denn beides machen? Gras und Blumen? Ich will Sonne. So, jetzt will ich mal ganz kurz checken, ob man das hier beides übereinander machen kann. Welches hatte ich jetzt gerade? Das da. Kann ich das auch machen? Ja, es geht auch. Cool. Ja, das ist doch cool. Dann machen wir hier auf jeden Fall erstmal Gras drunter. Oh, oh, das Gras ist Gras. Es geht bis auf die... wie heißt das? Bürgersteig. Gehweg. Das klappt nicht. Nee, das will ich nicht, weil... dann ist es bis auf den Weg drauf. Schitte. Nee, dann kann ich es nur hier machen. Ich brauche Licht. Nein. 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 Ja. Ah, okay. Ich weiß nicht, wo ich jetzt noch kein Gras habe. Ich sehe es nicht. Ich würde es jetzt gerade einfach erstmal so lassen. Und dann hier... bleiben wir vielleicht erstmal bei zwei Farben zum Beispiel. Was sehen wir denn mal? Blau vielleicht? Sieht man das überhaupt? Ich glaube ja. Wir umrahmen das mal hier mit dem blauen Blumen. Ich überlege mir das vorher mal überhaupt nicht, muss ich dazu sagen. Ne? Ich lege immer einfach drauf los und dann gucke ich am Ende, wie es aussieht. Deswegen ist es manchmal einfach sehr planlos. Aber das hat ja auch was. Wenn man mal gar nicht weiß, was kommt. Ich weiß nämlich genauso wenig, was kommt, wenn ich irgendwas tue.
Mir gefällt das Gras nicht, was hier so auf dem Bürgersteig rauf wächst. Ich ziehe es jetzt einfach mal weiter hier, oder? Wo wir gerade schon mal schön dabei sind. Passt das ja vielleicht zu diesem Angelloch? Ja, hier muss er natürlich auch noch weitergehen, ne? Oder auch nicht. So, haben wir hier das umrahmt mit blauen Blumen. Und eigentlich müssen auch noch ein paar Bäume, ne? Damit das jetzt hier nicht so... so komisch, exotisch, Ach, lass es einfach. Was sind denn das? Sind das hier Birken? Sieht so aus wie Birken. Das da vielleicht? Baum mit Blättern? Das ist gar keine Birke. Ich habe hier eine Katze. Ich habe eine Katze runtergelassen. Nee. Eine Eiche? Ist auch nicht. Bienen? Habe ich das nicht? Hä? Habe ich die Bäume nicht? Ich muss ja die Bäume haben. Habe ich die nicht auch runtergeladen aus Versehen? Automatisch meine ich. Nein, ich habe sie nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Scheiße. Oh Mann. Ich wollte doch so gerne. Ja, dann eben nicht. Manu. Dann machen wir jetzt Büsche hier. Ich hätte so gerne. Nein, ich will Bäume. Dann nehme ich jetzt halt einen Baum mit Blättern. Mann. Ich finde das doof, dass ich die Größe nicht bestimmen kann. Ah, toll. Ah, super. Das klappt ja hervorragend. Nee. Manu, das ist ja nicht so... Ach so, das ist eine Hecke, oder was? Ist das eine Hecke? Nee, das ist Gras, oder? Das ist Gras. Ah. Sieht das sehr komisch aus? Passt doch eigentlich, oder? Machen wir hier noch mehr Blumen. Weil es ist ja Rosenfeld. Also wir brauchen einfach sehr viele Blumen. Nehmen wir nochmal so eine hellen. Hellblau. Das sieht man gar nicht, ne? Das sieht irgendwie voll grün aus. Aber immerhin wird es jetzt wieder Tag. Das habe ich schon mal gemacht. Ich habe einfach Bäume gebaut und habe dann einfach gar nicht mehr gesehen, was ich getan habe. Ich bin so toll. Ich bin so super, dass ich immer die gleichen Fehler wieder mache. Mega. Völlig begeistert von mir selber. Oh, ist ja auch toll, dass man hier so ungefähr gar nichts mehr daneben bauen kann. Yeah. Toll. So, dunkelblau, hellblau. Weiß vielleicht? Eigentlich müsste man, also das Weiß würde dann so ineinander übergehen, ne? Das wäre dann sehr dezent auf jeden Fall. Wenn man dann überhaupt was sehen würde. Ich sehe auf jeden Fall schon mal Fußgänger, das ist schon mal nicht schlecht. Schön, in Rosenfeld gehen die Leute spazieren. Ach so, ja. Weiter geht's ja nicht. Toll. Passt doch da. Siehst du, muss ich doch ein. Passt da noch hin. So. Wie sieht das jetzt aus? Im Grunde könnten wir das gleiche Spiel jetzt nochmal machen. Ich meine, dadurch, dass jetzt hier auch noch Gras ist, ist es eh nicht so auffällig, finde ich. Oder? Dass man jetzt hier so... Ups. Das war wahrscheinlich der Mittelpunkt vom Gras oder so. Nein, nein, warum? Ach so, sieht man doch. Das war nur der Winkel.
Ich werde mal überlegen, ob ich jetzt mal kurz Pause drücke. Bevor es jetzt wieder dunkel wird. Im Dunkeln ist immer so schlecht das Bauen hier. Das Dekorieren. Ja, es ist schon wieder. Nein, ich wollte das doch unbedingt noch fertig machen. So. Dann nochmal weiß. Das ist der blaue Berg. Der blaue. Ist ja kein Berg, aber der blaue. See. Was erzähl ich hier? Der See ist immer blau, aber egal. Bin dann doch mal wieder am Ende überrascht, dass es eigentlich ganz gut aussieht. Schade nur, dass ich hier nicht bis dran konnte. Wäre gerne da rangegangen noch bis. Und das hier will ich eigentlich gerne wieder wegmachen, weil das Gras doof aussieht. Aber ich weiß nicht, was ich hier wegmache. Ob das der Baum ist? Ist das der Baum? Ich lasse es dran. Ja, schön. Oder? Kann man lassen, finde ich. Ich würde mal sagen, als nächstes machen wir dann das hier. Und dann mache ich erstmal nochmal eine Pause und dann sage ich, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.